moin Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um die Purge Serenity mit dem Silencer RDA. Habe ich ja letztes Mal bei dem Video über die Purge Suicide King schon angekündigt, dass die noch kommt. Und ja, heute ist es soweit, sie kam an. Bevor jetzt wieder sowas kommt, wie ich hätte es nicht lange genug getestet, ich hatte ja die andere Purge und das ist im Grunde genommen genau das gleiche, nur mit einem anderen Design und einem anderen Verdampfer. Der Verdampfer hat aber auch wiederum das gleiche Wickeldeck wie der Headshot RDA. Und um so viel zu sagen, es wird in diesem Video also nicht viel geben, was für euch neu ist, wenn ihr das andere Video schon gesehen habt. Trotzdem will ich euch dieses schöne Stück natürlich nicht vorbehalten. Ja, ist wieder von dem Hagerman designt. Ja, wieder Tattoo-Artist, wie ich es halt schon beim letzten Video erzählt habe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch das Ganze gerne auch nochmal an. Dampfen tue ich hier drin gerade das Limeberry, kurz spicken, von Momo. Ist ein Liquid, was kann man, also das kann man halt auf längere Zeit dampfen, weil es keinen so intensiven Geschmack hat, aber es schmeckt gut, also es ist Lime, also Limette, also das schmeckt man. Dass es irgendwas Säuerliches ist und dann Berry, ich weiß nicht, ob da jetzt Beeren drin sind, ich schmecke keine. Vielleicht noch so ein hauchsaurer Apfel oder sowas, aber ja, egal. Ich dampfe das Ganze jetzt erstmal kurz. Ja, der Headshot RDA bringt den Geschmack meiner Meinung nach echt gut rüber. Die Cap von dem Verdampfer ist aus einem kompletten Stück, das heißt, ihr könnt keinen Trip-Tip ändern oder so. Das zeige ich euch aber gleich nachher nochmal in der Detailansicht. Ja, ansonsten sind hier unten so eine Art Wellen drauf. Zeige ich euch aber alles nochmal unten auf dem Detail. Genau, ist wieder eine Messing-Tube, also komplett auch der Verdampfer, wie man sieht, das passt alles für mich ganz schön zusammen. Ja, die Wicklungen, die ich hier drin habe, sind nicht die besten. Ich meine, klar, sie feuern ganz gut, aber da gibt es auf jeden Fall Besseres. Ich warte noch auf meine Coils, weil momentan hatte ich nur noch den Draht daheim. Ja. Haut auf jeden Fall gut raus und ja, würde ich sagen, ich zeige euch das Ganze erstmal kurz im Detail und dann sehen wir uns hier oben nochmal und quatschen nochmal ein bisschen über das Ding. Also bis gleich. So Freunde, da wären wir auch schon wieder. Wieder der Purge-Koffer, in dem das Ganze geliefert wird. Hier unten steht SDR, was wahrscheinlich für Serenity steht. B steht wahrscheinlich für irgendein Badge und 774 die Seriennummer, hier nochmal die Unterschrift. So, aufmachen, wieder hier diese zwei Schnappverschlüsse. Das Ganze aufmacht. Hier in so einem Samttäschchen oder was das ist, kommt der Verdampfer. War auch nochmal ein Luftpolster vorher eingewickelt, der Verdampfer, aber das ist erstmal nebensächlich. Kommen wir zum Mod. Erstmal zeige ich euch noch hier diese Karte, wo halt draufsteht, Echtheitszertifikaten, hier unten Seriennummer, Datum und sowas alles. Ja, hinten drauf ist nochmal ein Warnhinweis. Ja, das wäre es erstmal. So, diese wieder Schaumstofftasche mit diesen einzelnen Vierecken. Die kann man dann rausschneiden und vielleicht zwei, drei Tubes nebeneinander tun, was ich halt beim letzten Mal schon wieder gesagt habe. Passt natürlich auch nicht mit dem Verdampfer, die so reinzulegen. Wenn man sie quer reinlegt, dann ist hier noch ein bisschen Platz für den Verdampfer, aber dann kriegt man halt auch wirklich nur 1, 2 rein. Ja, muss man selber wissen. Ob man sich da nicht vielleicht einfach einen richtigen Koffer holt. So, tun wir die Verpackung erstmal weg und kommen zum Verdampfer. Kommt wie gesagt in diesem Tütchen und ist nochmal eingewickelt in Folie. Dabei ist noch so ein kleiner Insektskant für die Posts. So, hier drauf steht Purge Silencer. Unten drauf steht auch nochmal Purge. Pluspol ist im Kupfer. Und um die Seriennummer ist für mir die 4561. Mal keine Tiefe. So, bei der Tube. Hier oben Seriennummer 74. Und wieder
der Schriftzug Hagerman, also dieser Designer. So, wenn ich das Ganze hier aufschraube, sieht das wieder fast genauso aus wie bei der Suicide King, nur dass das Ganze jetzt diesmal in Blau ist, weil da ist ja auch so ein Koi drauf, ne? Koi gehört ins Wasser, Wasser ist blau und von daher ist das wahrscheinlich so. Eine Taste hier unten rausschraube ist wieder wie von Purge gewohnt. Dieses Endlosgewinde dran. So, das Ganze ist in Messing. So, hier steht dann auch nochmal die Seriennummer, die Nummer 74. Mein PIN ist aus Kupfer. Unten nochmal das Purge-Logo. Und ich denke mal, dass das hier, was auch ja, hier drauf ist, ist glaube ich mal die Unterschrift von dem Hagerman. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber könnte ich mir so vorstellen. Damit sich das hier dann auch nochmal schön zu dem Ding hier matcht, ist unten auf dem Taster auch nochmal diese Welle. Ich nenne es jetzt mal Welle wegen Wasser. So, um den Taster zu öffnen, wieder hier unten einfach aufdrehen. Da sind wir diese zwei starken Magneten dran. Und deswegen aufpassen, damit genau das nicht passiert. So, hier so ein Riesenmagnet. Und ja, da sind sie. Hier sind zwei zusammengeklebt. Der Pin ist hier, ist oben so viereckt und auch komplett in Kupfer. Genau, der kommt jetzt dann einfach wieder hier rein. Und ich gucke jetzt vorher schon immer, ob die sich abstoßen. Und wenn ich jetzt das hier zusammenhalte, merke ich ja, die stoßen sich ab. Und von daher tue ich die dann halt auch so rum da reinschmeißen. Hat es jetzt geklappt? Nee, hat es nicht. Also drehe ich einfach mal den um. So genau. Jetzt stecke ich das rein. Jetzt ist der natürlich liegen geblieben. Und drehe das Ganze wieder zusammen. Ist übrigens aufgefallen für die Leute, die diesen extrem strammen Purge-Taster nicht mögen, einfach das Ding hier nicht ganz reindrehen. Dann geht das eigentlich echt ganz leicht, aber wenn er komplett drin ist, klar, je näher die Magneten, desto größer ist die Abstoßung, dann wird das schon etwas strammer. Habe ich jetzt so festgestellt. Und deswegen lasse ich das jetzt hier mal ein bisschen draußen, weil ich das eigentlich einfach nur schöner finde. So, schrauben wir das ganze Ding jetzt hier wieder zusammen. Zack, 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 zack. Ihr müsst übrigens aufpassen, wenn ihr das Ganze poliert. Gerade hier oben die Sleeve und, na gut, hier wird es nicht so passieren, weil die Rillen echt tief sind. Aber hier müsst ihr gerade aufpassen, wenn ihr das Ganze poliert, dass ihr nicht ein zu starkes Politurmittel nehmt, weil dann kann es passieren, dass ihr euch die schwarze Farbe ja, rauspoliert. Das ist im Grunde nicht zu vermeiden. Also auch wenn man so ein, ich nehme zum Beispiel dieses Polyboy Politurmittel für Messing und Kupfer. Funktioniert echt gut und das geht noch. Also man kann es nicht vermeiden, dass das sich nicht irgendwann rauspoliert, aber man kann es ein bisschen nach hinten schieben. Ja, kann man halt nicht vermeiden, aber viele, die ich kenne, machen sich dann einfach die schwarze Farbe raus und lassen es so. Das Blanko sieht dann auch ganz schön aus. So, was ich noch vergessen habe, hier unten die Entglasungslöcher natürlich, vier Stück an der Zahl. Akku kommt dementsprechend mit dem Pluspol nach unten in die Tube. So, Akku nein. Und das Ganze zusammen. Ich meine, ihr habt gesehen, einfach drauf und drehen. Das Ganze ist einfach so unglaublich gut verarbeitet und durchdacht. Da muss man nicht ewig rumdrehen, bis man mal die Stellung hat, wie das Ganze drauf passt. So, ich schraube mir meinen Verdampfer jetzt hier drauf und schraube dann unten das fest. Bei mir ist jetzt so ein kleiner Spalt. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ist mir eigentlich egal. So, kommen wir mal zum Verdampfer. Wie man sich schon vorstellen kann, der hat ja hier an der Seite so an allen vier Ecken, okay, ein Kreis hat keine Ecken, aber so an allen vier Seiten so eine, ich weiß nicht, was das ist, auf jeden Fall so eine Abgrenzung oder was. Und deswegen ist es halt ziemlich komisch, wenn man die Lippen jetzt so anlegt. Also ich mache es so und versuche darauf zu achten, dass ich, wenn ich dampfe, die Lippen so aufzulege, dass die genau hier oben aufliegen und hier. Das ist dann einfach ein schöneres Mundgefühl. So, kommen wir mal zu dem Verdampfer nochmal direkt. Hier steht, wie gesagt, nochmal Purge Silencer drauf. Silencer heißt übersetzt übrigens Schalldämpfer. Ja, das Ding ist, wie ihr hier seht, wirklich aus einem Stück gefertigt. Da kann man das Drip-Tip, wenn man es so nennen will, auf jeden Fall nicht rausnehmen und auch nicht wechseln. Ja, das Deck ist, wie gesagt, das gleiche wie beim Headshot RDA. Oben so zwei Schrauben, die diese Platte halten, so eine Klemme.
Plattentechnik ist das halt. Und hier an der Seite diese kleinen in 6-Kant-Schrauben. Da werden dann die Füße unten reingesteckt und oben der Fuß hier rein. Ja, und an der anderen Seite genau andersrum. Das Deck ist, ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig zu wickeln, wie es aussieht. Ich meine, klar, es nervt ein bisschen, da Schlitzschrauben und da in 6-Kant. Aber an und für sich ist das eigentlich gar nicht schwierig zu wickeln, muss ich ehrlich sagen. So, ich habe hier jetzt Staple-Stackert Edelstahldrähte drin. Müssten Staples sein, ja. Umwert liegt ungefähr bei 0,13. Wie gesagt, ist nicht ideal für mich. Ich dampfe das auch gerne mal bei 0,08, 0,09 bis 0,1. Aber ja, es funktioniert. Ich hätte jetzt momentan noch den da. Ich warte noch auf meine Coils, muss ich da, wie ich dazu gesagt habe. Ja, ein bisschen Liquid hier drauf machen. So. Und dann feuert das Ganze auch. Ja, ist wie gesagt nicht so pralle, aber das liegt jetzt erstmal in der Wicklung. Die Tube hittet auf jeden Fall echt geil. Habe ich auch mit anderen Wicklungen in einem anderen Verdampfer drauf schon probiert. Also hitten tut das Ding wirklich ohne Ende, nur mit der Wicklung halt nicht so ideal. Ja, Tube hat wieder einen 26 mm Körper, der oben auf 25 mm verjüngt wird. Der RDA ist jetzt 24, aber das fällt eigentlich fast gar nicht auf. Also mich stört es auf jeden Fall nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir quatschen gleich oben nochmal drüber und dampfen das Ding nochmal ein bisschen. Also bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder. Ich habe euch jetzt alles Wichtige über die Tube im Detail erzählt. Ich dampfe jetzt nochmal. So, also ja, selbst mit der Wicklung haut das Ding echt verdammt gut raus. Und bringt auch den Geschmack echt geil rüber, muss ich sagen. Also ist wie gesagt kein intensives Liquid, aber hier drin schmecke ich auf jeden Fall, dass es sowas, ja, was Saures ist. Was Fruchtiges auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, hier drauf ist so ein Keufisch. Daneben, ja, ich denke mal, das Blau soll so eine Art Teich imitieren. Ringsrum sind Seerosen oder Blümchen oder was auch immer. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier nochmal. So, hier steht Perch. Ja, eigentlich an und für sich vom Design her nur anders als die, wie heißt sie? Suicide King, genau. Nur halt. Ist halt wie gesagt nur anders designt. Der Aufbau ist in der Hinsicht immer der gleiche. Auch bei der See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil ist immer dasselbe, nur ein anderes Design. Aber Perch baut halt diese extrem massiven Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Also die sind auch echt schwer. Wie gesagt, 26 mm Messing und das ist halt was. Und auch der Taster ist wie gesagt riesengroß. Der bringt natürlich auch viel Gewicht. Also für die Leute, die halt lieber was Leichtes dampfen, also was Leichtes in der Hand haben, aber halt trotzdem den Tube wollen, die sind gut beraten bei Alu-Tubes oder sowas, obwohl man die auch relativ oft reinigen muss. Von Complife zum Beispiel. Aber nee, wer sowas Schweres mag, ich mag das zum Beispiel, wenn ich da auch was in der Hand habe. Und deswegen finde ich die ganzen Sachen von Perch echt geil. Ich stehe sowieso total auf Messing-Tubes, wie ihr vielleicht in den letzten Videos feststellen konntet. Was mich nur bei den RDAs hier ein bisschen stört, ist die Liquid Wanne. Also das ist nämlich fast gar keine Liquid Wanne, sondern es ist einfach nur eine Platte, wo ihr eure Watte drauf legt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Man muss nur darauf achten, dadurch, dass auch in der Mitte dieser große Klemmpost ist, wenn man wie so faul ist wie ich und einfach nur den Strip-Tip reintröpfelt, dass das auch sich auf beide Seiten verteilt. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber wenn das klappt, dann klappt das. Ist jetzt wie gesagt eine ganz moderate Wicklung drauf. Ja, die Airflow ist natürlich, was heißt natürlich, in dem Fall auch bei den meisten Perch-Verdampfern, die ich kenne, außer bei dem Carnage, nicht verstellbar.
Aber die passt eigentlich so, die ist nicht zu weit offen. Nee, hat einen schönen Zug. Aber die Airflow ist jetzt so, wie ich die Coils reingelegt habe. Also ich habe sie eigentlich von dem Deck echt genau in die Mitte gelegt, aber da ist die Airflow noch ein bisschen oben drüber. Also wenn ihr die Coils ein bisschen hochzieht, kommt das Ganze vielleicht vom Geschmack her noch ein bisschen intensiver. Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Ich habe das Ding, wie gesagt, heute ausgepackt, gewickelt und mache jetzt hier ein Video drüber. Ja, aber was soll ich noch großartig dazu sagen? Design natürlich wieder Grüße an den Haggerman, echt geil gemacht. Wie eigentlich bei allen Tubes, die der Mann designt hat, ist das Design echt geil. Ob das jetzt die Purge, Karma oder See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil, die Serenity oder die Suicide King ist, es ist einfach alles von dem Mann designt, es ist einfach alles nur unglaublich geil. Finde ich jedenfalls. Und in diesem Sinne ist halt, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, eigentlich der Aufbau von den Mods immer derselbe, nur halt das Design. Muss man sich halt aussuchen, was einem davon am besten gefällt. Ich finde zum Beispiel diese beiden hier sehr schön, also die ich als letztes vorgestellt habe und diese hier. Ja, ich merke schon, der Akku gibt langsam Geist auf und ja, ist für mich jetzt hier der Punkt aufzuhören. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch wie immer riesig freuen. In der nächsten Zeit werden natürlich auch weiter Videos über so geile Tubes kommen, über eine Mechbox. Die haben wir noch da, eine serielle von Silverwolf Customs. Und dann, wie ich es ja schon mal angekündigt habe, wenn wir dann zu Ricky ziehen. Also der Dreh zu Ricky zieht, dann werden wir auf seiner schönen Couch dann auch noch schön diese Loaded, also drei Liquids aus der Loaded-Serie vorstellen. Das sind auf jeden Fall echt geile Liquids, sowas extrem kuchiges. Warte mal, jetzt hätte ich hier zum Beispiel schon mal eins, das ist das Cookie Butter. Hier steht noch eins, das ist das, wie heißt denn das? Smokers? Wie auch immer. S'mores, genau, S'mores, sorry. Ja, ist auf jeden Fall echt lecker und zwar alles durch die Bank weg, wie ich finde. Und ja, das wär's. Also mal gucken, wann das mit Regi alles wird, weil der Kerl kommt mal wieder nicht aus dem Knick. Und ja, das wär's dann auch hier erstmal schon wieder von mir. Also danke fürs Zusehen und Vape on.